Tatsächlich, wir waren vollzählig. Wir waren alle samt beieinander, der ganze Gemeinderat. Das war, wie soll man sagen, eine Gemeinderatssitzung, wie sonst auch. Ohne besondere Vorkommnisse. Und wie gesagt, wir waren vollzählig. Stöckl anwesend, Goppa anwesend. Kasara! Kasara! Ja, nicht beschlussfähig. Jawohl. Ist das das Intro? Das Nein, ist das Intro. Das ist das neue Intro, was wir gesagt haben, was wir machen. Ja, das ist. Ja, passt. Grüß dich und herzlich willkommen zur 20. Gemeinderatssitzung. Wir sind schon wieder drei Lockhaufen von den Globus. Ich bin immer der Go. Ich bin immer nur der Isaac. Das stimmt nicht. Okay, ich bin immer nur der Max. Fast. Ich bin der Shorty. Yeah. Ich bin der Isaac. Grüß euch, Buben. Hallo. Ja, klassische Frage zum Anfang, würde ich sagen. Was ist gegangen? Ja, du, heute ist ja schon Dienstag. Ja. Sind wir wieder mal relativ früh drum im Podcast aufnehmen? Okay, das könnte viel sparer sein. Kann halt schon sparer sein, ja. Ja, müssen wir halt nur irgendwie bis Mitternacht auf für den Lohner ohne gräbere Probleme. Ah, das haben wir bis jetzt selber noch geschafft, oder? Meistens. Meistens haben wir es geschafft, aber glaube ich nicht. Ja. Ja, nein, aber es ist gegangen. Am Wochenende haben wir Ostern vorgefeiert. Das stimmt. Also so more or less. Ja. Ja. Wir sind bei uns gewesen und haben jeder hat ein Osternest mitgenommen und hat das dann in meiner Wohnung versteckt. Alle anderen haben sie währenddessen im Klo verstecken müssen. Ja. Damit man nicht weiß, wo der andere ist. Man muss dazu sagen, wir haben ungefähr, wie viele Leute waren wir? Sechs? Sechs sind wir gewesen, sechs. Ja. Das heißt, wir haben sechs Mal ins Klo gehen müssen, dass irgendwer versteckt. Und das Witzige war, es sind auch nicht alle gleichzeitig gekommen, weil wir sind echt immer wieder ins Klo gegangen, ins Verstecken, dass einer verstecken kann. Ja. Geil. Ja, war nice. Wo waren dann so die Verstecke? Boah, voll verteilt eigentlich. Also ja, der Juli war das Beste. Ich weiß gerade nicht einmal, was da ist. Bockhofen war es. Nein, Bockhofen ist Leberkäse gewesen. In irgendeinem Kosten war es. Ja, ja, safe. Ja, so die Klassiker sind schon dabei gewesen. Nein, ich habe Verbot gekriegt. Ich darf es nicht so schlangen zum Frohscheuche da. Wieso? Ja, das hat die anderen gesagt. Aber es sind deine Viecher, Mann. Ja, aber sie hat Angst davor gehabt, da Eiche greifen und ja. Achso, hast du ihr's gehabt? Nein, es hat mir random Sachen eingekauft und der, was das gefunden hat, hat das gekriegt. Okay, verstehe. Aber im Endeffekt, sie sind eigentlich überall in der Wohnung verteilt gewesen. Gosais war krass, der hat es in einen Reisekoffer was einfach im, wie sagt man, Gerümpelzimmer steht. Ja, in unserer Zigarrenlounge. Da wo nur ein CBD-Ofen gefetzt werden und siehst gar nichts. Wow, wir haben volle gekifft. Joke, wir haben nicht gekifft, wir haben CBD gekracht. Ja, das haben wir. Das ist Kiffen. Ja, es ist Kinder. Legal heiß. Legal heiß? Nein, CBD macht nicht heiß. Das war ein Joke. Alter. Ja, jedenfalls, wo es ein noch geschenkt gewesen, in einem Gitarrenkoffer ist auch drin gewesen. Im Bettkasten war es drin. Ja. Der Juli hat es absolut bombastisch versteckt. Er hat es auch bei der Küche oben hingestellt. Man hat es sofort gesehen. Man hat also ein Klo aus dem Strake gesehen, okay, da oben steht er sonst. Max F. hat reingesteckt in die ganze Sache. Ja. Das Ding ist, er hat alles einzeln versteckt. Also jeder von uns hat einen Backer gemacht, so, wo alles drin war. Und der Juli hat jetzt einzelne Piece woanders versteckt. Deswegen hat er eins obvious hin, weil ich gedacht habe, sonst ist das voll unfair, Mann. Voll schwarz und finden. So geil. Geil. Ja, und dann haben wir Bones Leberkäse gegessen. Und eine Osterlamp. Und eine Osterlampe. Ja. Also ein Kuchen, Mann. Ja, so ein Kuchen. Weißt du, so, wie sagt man da, weißer Kuchen? Ich weiß nicht, was weißer Kuchen? Ja, Mann, ja, so der Basic-Ass-Kuchen. So Google-Hubschreib. Ja. Ah, so ohne. Auch so ein Dog. Ja, Six. Schon Bochen. Also. Auch ein Dog, Mann. Ja, aber das ist ja wie eine Pizza dann, oder? Genau. Nein, ist ein Kuchen. Das ist kein Brot, Mann. Das ist schon Kuchen. Ein Google-Hub wie ohne Mama. Google. Ich schwöre, dass ich käme in dem Metier so gar nicht raus. Ja, das haben wir bei den Croissants damals schon gehabt. Eben. Was ist der Unterschied, ob ich jetzt einen Kuchen oder eine Pizza mache?
Tag ist Tag. Ja, eben, Tag ist Tag. Alles das Gleiche. In einem tue ich Zucker rein, in einem so jetzt, oder? Ja, basically, ja, mehr oder ich werde schon das sein, ja. Ich weiß auch nicht, wie man einen Kuchentag macht, aber ist ja wurscht. Aber cool, was ist jetzt irgendwer? Ja, es gibt schon unterschiedliche Sachen, was man reichen tut. Was tue ich in einem Pizzatag und was tue ich in einem Kuchentag? In einem Pizzatag tust du Mehl, Wasser und ja, Hefe. Ja, das ist echt schon geil. Und siehst, wenn du jetzt einen Kuchen machst, dann sind da schon noch Eier drin. Zucker. Und, ja, einen Haufen Zucker. Butter. Butter. Alter, damn. Wow. Ja, wir kennen der Sache näher. Alter, wir okay. hätten auch Konditoren werden sollen, glaube ich. Sind wir uns einmal einen Bäcker oder eine Bäckerin einladen und die klärt uns oder der klärt uns dann Vollgas über die ganze Thematik aus. Ist geil. Dann können Schreib's wir da vorher in die Flexen. Leider zum in die DMs, wenn ihr es den Beruf ausübt. Dann mache ich einen Pizzakuchen. Wir möchten echt einmal einen Bäcker oder eine Bäckerin bei uns haben. Das war mega geil. Und dann müsst ihr bitte irgendwas Gutes mitnehmen. Danke. Ich mache einen Cream Pie. Ja, den habe ich auch noch drauf. Ja, okay, anyway. Ja, Osterlampe, das haben wir gewesen. Ja. Jedenfalls, das wärst du safe auch kennen. Das ja, ich meine, das ist was bei so jedem Supermarkt kaufen kannst. Das ausschaut wie eine Schafe okay. und das ist halt ein Kuchen. Ja. Okay. Das ist ja. ein Kuchen in einer Schafe Form. Ach, fucking Kugelhupf in Form von Schafe. Osterlampe. Mann, fuck, Alter. Wie schreibt man das auf Deutsch? Osterlamm. Osterlamm. Boah, ich glaub's nicht. Das ist Legasthenoiker, Alter. Ja, weiß ich nicht. Okay, check. Ja. Sehr ja, krass. Der ist das Chamäleon. Hab ich schon mal gesehen. Hast du das schon mal gegessen? Ich glaub nicht. Bro, hast du schon mal einen Kugelhupf gegessen? Boah, selten. Jetzt Maul auf. Das ist sowas für kein Mensch. Kugelhupf ist so der Antikuchen. Wer denkt sich beim Kugelhupf so, war damn, den will ich jetzt. Ganz ehrlich, ich bin der gleichen Meinung. Nein, aber for real, das ja. ist Deko, das hat die Oma halt daheim stehen, dass du was daheim stehst. Obwohl, was ich sagen muss, wenn du einen Kugelhupf von Oelz kaufst, ist er wieder bombengeil. Und die fertigen. Ja. Ja, aber der ja, da gibt es auch geilere, Mann. Ich nehme mir einen, Mann. Irgend so ein Rouladen oder so ist schon sicher zum Beispiel. Wenn ich check, was du machst, die vom Oelz, die fühlen sich halt als wären sie frisch aus dem Öl aus. So. Ja, schmeckt halt ungesünder und geiler. Nein, aber weißt du, ich meine, also, wenn du da jetzt die Auswahl hast, so einen Kugelhupf oder irgendwas anderes, kann Menschen über einen Kugelhupf. Ich nehme immer die Sachen dort, Alter. Superior Cake in meiner Augen. Ja, aber auf jeden Fall nie den Kugelhupf. Na ja, stimmt schon. Safe. Ich nehme mir das Osterlampe. Ey, das war voll gut. Es war echt gut. Man, du hast es mit Leberkäse gegessen, okay? Also der Mast hat es eigentlich mit Leberkäse gegessen. Und hat mir gesagt, ich soll es jetzt probieren, ja. Ja, es war off. Was erwartest du? War es gut? So Osterlampe mit Leberkäse gegessen. Genau so wird die Folge. Man, so heißt die Folge. Osterlampe mit Leberkäse. Ja. Das ist also quasi ein Kugelhupf mit Leberkäse gegessen. Schreib das bitte auf, Max. Osterlampe mit Leberkäse. Ja. Ja, ich hab das gegessen. Aber war da noch irgendwas drin, so Senf? Nein. Ich hab einfach nur das Lampe angeschnittene Scheiben. Scheiben Leberkäse drauf und dann ab die Post. Ja. Rein in die Futterluke. Boah. Wow. Okay, krass. Ja. Das ist ungefähr gleiches Niveau ja. wie der Kropfen. Der Kropfen, ja. Der Leberkäse-Kropfen. Ich hab den nie gegessen und ich wollte aber eigentlich schon wissen, wie der schmeckt. Und ich kann mir vorstellen, dass das eh wahrscheinlich sehr ähnlich schmeckt wie das. Das ist halt Sears ja, und der Leberkäse. Kropfen ist halt mehr Germkuchen als wie ein normaler Kuchen. So. Aber ich glaube, das beim Kropfen. Ja, Kropfen ist ein kompletter Germtag. Ja, eben. Also, wenn die Marmelade übertönt, da eh alles. Weißt du, was ich meine? Ist da Marmelade drin? Ne? Ja, was, im Leberkäse-Kropfen? Da ist schon Marmelade drin, oder? Das ist crazy. Das ist einfach, glaube ich, nur ein Kropfentag und ein Leberkäse. Meinst du? Leute, wenn ihr das schon gegessen habt, berichtet bitte, ist da Marmelade drin oder nicht? Ich bin mir davon ausgegangen, dass da Marmelade drin ist. Das wäre irgendwie eh geil. Was ist denn da geil? Yes, ich stelle mir das nicht so voll wurscht für. Weil die Marmelade etc., das überdeckt eh. Nein, ja, ein Leberkäse also überdeckt Marmelade nicht. Ich glaube jetzt gerade auch nicht, dass man Rühnmarmelade. Geh weit nicht. Ein Leberkäse überdeckt? Ja. Nein. Hast du schon mal eine Marmeladeprobe mit Käse gegessen? Boah, das ist geil. Das ist vollgas geil, aber der Käse oder das, da überdeckt Marmelade jetzt den Käse auch nicht. Da schmeckt es auch beides. Die umarmen sich gegenseitig und ja, das ist echt. Machen dann so eine Liebessymbiose in deinem Mund. Ja, das passt so wie so Weißwein und Käse, aber auch gut zusammenpasst. Das passt zusammen. Oh, Alter, Mann. Ja. Ist das dein Cream Pie?
Das ist der Dream Pie. Der Dream Pie. Was ist dein Lieblingskuchen? Ja, Marmeladebrot mit Kaffee. Oh, geil. Oh, geil. Ja, aber das ist echt etwas Gutes, da habe ich echt heute gerade wieder gegessen. Echt? Ja. Weil da bist du ein Jäserzeug gekauft und da waren wir leider im Chaos auch dabei. War lecker. Ja, das ist auch was, gell. Ja. Jedenfalls, was nachher auch noch gewesen ist am Samstag, ich habe in meinem Osternestei, was wer anderer gefunden hat, da gibt es ja die Jellybean-Challenge-Ding. Mhm. Ich habe das gekauft und ich habe echt nicht erwartet, dass das so grintig ist. Da gibt es, weißt du, das sind Jellybeans, das ist ein Ral, was du dran musst und nachher... Von Harry Potter, originally. Ja, I guess. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Wurscht. Ganz schön nerdig, aber egal, ich sag. Sagt der Dude, der als Dreampack an einer Gasboot mit Marmelade. Ja, wo, wie weit bin ich jetzt gewesen? Sorry, Mr. Quarterback. Jedenfalls, da ist so ein Rahl drin, wo man dann dran muss und das sagt dann, was für Jellybean du essen musst. Und entweder es ist gut oder schlecht. Ja. Und die, was nicht gut sind, die schmecken halt so abartig. Ich habe halt gemeint, das ist so, keine Ahnung, schmeckt halt ein bisschen grausig und ist witzig. Aber nein, das ist abartig. Ja? Vollgas. Ich habe nur gut erwischt. Okay. Also vier, jetzt mal kurz so. Vier Runden lang ein grausiges erwischt. Okay. Mhm. Was waren die grausig? Eins war Kotze, eins war alte Bandagen. Das war das Krankeste überhaupt. Wie eine Kotze geschmeckt? Nach Kotze. Echt noch? Also richtig nach Kotze. Wie wenn es frisch gespieben hätte, das Ding geschmort im Mund. Es riecht auch die ganze Zeit so, weil also die Dinger, die Maffen voll. Ja, es tut gar nicht. Ja. Witzig, ich wollte es eigentlich mitnehmen, habe ich vergessen. Ah, okay. Das war damals über den nächsten Folge, das war eigentlich witzig. Ja, vor der nächste Folge nehme ich es mit. Also wieder einschalten. Also, aber das tut echt gar nicht. Die alte Bandagen war schlimm. Ja. Richtig schlimm. Die Kotze war grausig, aber okay grausig. Und was richtig abartig gewesen ist, das war altes Abwaschwasser, hat es geheißen. Mhm. Also gar nicht, du, das war so grausig. Hat's also so das Gewürk jetzt? Nein, also ich jetzt nicht, aber so die Maya zum Beispiel und die anderen, die haben das nicht ausgehalten. Ja? Ja. Haben sie dann so, Nein, sie sind halt her und aufgestanden und haben es ausgespuckt. Ah, okay. Also, und Maya hat schon ein die hat schon ein bisschen gekämpft. Geil. Ja. Also hätte ich mir viel harmloser vorgestellt, wie es gewesen ist. Wo hast du die gecheckt? Im Candy Shop? Im Müller. Im Müller gibt es die? Ja, hat's im Müller gegeben. Witzig. Ja. Wird das aber so als Game verkauft oder als Süßigkeit? Ist bei den Games gewesen, witzigerweise. Ja, denke ich mal. Ja. Das ist eher mehr so ein Challenge. Ja, voll. Ding ist. Ja. So Hotchip-mäßig. Genau. Ja. Weil die Hotchip werden ja auch nicht als Games verkauft, oder? Stimmt, die werden eigentlich die Candys verkauft. Die werden die Candy-Läden einfach nehmen und die Chips, Mann. Aber sie werden als Challenge vermarktet. Ja, das ist schon voll. Ja. Oh, ja. Und dann sind wir noch weitergegangen und wir sind in die scheiß Battle-Alben nicht reingekommen. Das war so ja geil. Fix. Das ist ohne Coole Scheiß. Story. Ich bin in Wien, glaube ich, wie habe ich es gestern habe ich gesagt, ich glaube, ich bin zweimal in einen Club reingekommen. Es war zweimal VIP, einmal, weil ich auf der Gästeliste gestanden bin und da war ich schon fast nicht reingekommen. Mhm. Da hat dann derjenige, was mir auf die Gästeliste geschrieben hat, zur Tür kommen müssen und ihr sagen, dass das okay ist, dass ich da reingehe. Und das zweite Mal bin ich einfach mit einer Gruppe Girls gegangen, was auch passt. Ja. Ich finde es geil, man, das ist von einem, in Anführungszeichen, Club angelehnt wird. Ja, Club ist eh eine absolute Scheißbezeichnung. In dem man normalen Menschen Geld zahlen muss, dass er reingeht. Ja, und das Camps nicht rein, das ist so ja, in den anderen Hitten, wo wir gewesen sind, war halt wenig los und haben wir uns gedacht, so, ja, machen wir mal einen funny Abstecher in die Bettläume. Nein, haben wir auch gar nicht da. So geil. Wir sind hingegangen und sagen sie straight so, hab sie so einen Tisch. Und wir so, nein. So, ja, ist voll, geht's wieder. Und wir so, okay, passt. Okay. Ja, und dann haben, wir uns so straight gedacht, so, ja, das liegt auch fix drüber, weil wir halt drei Jungs waren und ein Mädel. Ja. Dann haben wir nachher die anderen nur mal umgeschickt, allein. Nicht einmal eine Sekunde sogar straight drin gewesen. Also, ja. Wollten auch nicht einmal mit den Türsteher reden müssen. Sie sind einfach vorbeigegangen. Ja, oder? Einfach so Jungs ungefähr so, passt gerne. Bei ihnen halt so nah. Aber das ist irgendwie in Wien. Ja, es war Standard. Noch nie anders. Vielleicht habe ich deswegen auch so ein Hass auf Clubs.
Ja. Ja, in der Bar darf man immer rein. Nein, ich will eigentlich gar nicht rein. Also, ich wollte da nur reinschauen, weil ich halt auch mal wissen wollte, wie es da drin so ist. Aber nicht einmal das darf ich. Ich wollte auch nur mitrennen können. Ich wollte nur schauen, aber. Ja, mein Club war halt eh voll geil, gell. Und dann der eine Raum, wo du dann so, wo du dann so umeinst und so. Und jeder so, hau mich vor, Alter. In was für ein Club bist du gewesen? Ja, Mann, Alter, weißt du, der eine da, Alter. Ein Konfetti-Club oder was? Konfetti-TV. Du warst im Kindergarten. Im Togo-Club, oder? Ja. Tigerenten-Club. So, Tigerenten-Club. Du kommst von beide, geh zurück und bist geschminkt als Löwe. Ganz geil. Ja, das war der einzige Club, wo ich reingekommen bin. Voll die Zucker-Overdose, bist vorher auftrat vom ganzen Robbie Bubble. Weil mir Bottles gepoppt. Ja, wenn du von Bottles poppen redest, dann machst du die Robbie Bubble. Bombo. Ja, das ist uns passiert. Teile schmeißen sind Tic-Tacs. Ich hab 3 Tic-Tacs gegessen. Pizzas, Mann. Oder die Pizzas, ja, stimmt, genau. Boah, da hab ich. Na, wurscht. Du weißt, du bist gescheiter. Ja, das war unser Wochenende eigentlich. Am Sonntag war ich noch auf dem Ostermarkt. Ja, das gibt's. Hab ich auch nicht gewusst. Das ist genau da, wo alle Weihnachtsmärkte sind. Gibt's ja, am jetzt. Hof. Ja, am Hof und bei der Freiung. Hm. Da, die Straße ist ja eh klein nebeneinander. Ja. Ja, das ist eigentlich ein Christkindlmarkt, ist aber jetzt ein Ostermarkt. Das sind genau die gleichen Standl, was genau das gleiche verkaufen. Ist ja genau das gleiche Game. Ja, ja, voll, ist genau das gleiche Game, nur dass alle Sachen, was sonst Weihnachten bezogen sind, halt jetzt an Osterbezogen verkauft werden. Ja. Ja. Same, same, but different. Ja, Anna und ich sind halt hingegangen und haben uns so bemalte Eier gekauft für unseren Bam daheim. Was? Was für ein Baum, Mann? Ja, wir haben halt Pflanzen und da hängen wir die auf für das Osterdeko. Ich habe mir gedacht, das ist ein Osterbaum. Ja, das ist ja schon wie Weihnachten, Alter. Da muss ich einen Baum haben. Ja. Sick. Ja, vorher das einmal gekauft und sonst, es war so useless da. Vollgas viel Leute und ja, genau das gleiche wie beim Weihnachtsmarkt. Ja. Ja. Kostet preislich auch genau gleich. Höchstwahrscheinlich. Habe ich jetzt auch nicht geschaut. Gips, Punsch. Weiß ich jetzt auch nicht genau. Glühwein. Hey, du fragst viel zu genaue Details. Es gibt fix die Baumkuchen. Oder? Ja, das gibt's überall. Überall gibt's das auch nicht. Bei Insims, du gibst es gerade nicht. Jetzt gerade nicht. Beim Spar hat es jetzt auch nicht gesagt. Ja, aber nein, bei deinen ganzen Märkten, so die Standardsachen, halt, also Langosch und hin und her und bla bla bla. Ja. Alles genau gleich. Siehst da die Standler, wo es Ketten und Schmuck und so verkaufen, genau die gleichen da. Das ist so random, Mann. Also, ja, ja. Wer überlegt sich, wer da was anbieten darf? Keine Ahnung. Das ist echt, das ist fast meiner Meinung nach, das hat so die Flohmarkt-Vibes. Nur, dass alles viel teurer ist. Ja, das stimmt. Ja, stimmt. Ja, aber es ist so random, weißt du, dass ich mir einen Alter verkauft, viel zu botschen, ja, der daneben irgendwie eine Heilsteine, ja, der noch eins daneben ungefähr Reliquien aus dem Zweiten Weltkrieg. Dann kriegen wir mal ein Glühwein für 15 Euro um die Ecken. Was ist das immer? Das macht alles keinen Sinn. Dann gibt es noch ein paar kantierte Nüsse und so Zeug. Ja. Dann gibt es noch mit Schaumrollen. Ja, genau, und sowas. Türkischer Honig. Ja, fix. Ja. Das ist ja, einfach random ass Zeug. Ja, ja, random ass Zeug. Das hat keinen grünen Faden. Nein. Roten Faden. Faden. Ja, Ostern haben sie einen grünen Faden dann. Ostern haben sie einen grünen Faden, ja, ja. So ist. Ja, voll. Was bei dir so gegangen ist? Bei mir? Ja. War gar nichts, ich war einfach nur chillt das Wochenende. Okay, nice. Ja. Klingt smooth. Ja, ich war fett, viel spazieren, war... Bist shoppen gewesen? Nein. Okay. Ich war weder in der Stadt, noch siehst irgendwo, ich war entweder in der Donau, also auf der Donau, ja, oder daheim. In der Donau war ich ein bisschen krass geworden. Ja, nein, siehst du, aber echt nichts, du. Ich mir jetzt nichts da gezahlt. Smooth. Ja. Geil. Ja, es war echt voll nice. Mir jetzt auch nicht zahlt irgendwas da, also es war, ja, ich habe mich auch mit mir selber beschäftigt und bist halt schüt. Ja, das passt. Sollte man auch immer wieder mal da, gell? Ja. Ja, du, jetzt haben wir ja einige Wochenenden vor uns wieder, wo wir gescheit reinhasseln müssen. Ja, Vollgas. Das können wir vielleicht mal aussprechen, wo sind wir denn überall? Also am Freitag sind wir... In Gastein. Bad Hofgastein. Bad Hofgastein. Wir werden nie richtig wissen, wo wir echt sind. Das ist für ins Pinzgau echt nicht so einfach mehr. Bad Gastein, Bad Hofgastein, Sportgastein.
Der Dorf Gastein, dann Spark Gastein, oder? Ja, ja, was war's? Mann, scheißegal, das Gastein da halt, oder? Da, ja. Da. Gastein. Mann, sorry an Gastein, ist halt sehr chill und so. Halt einfach vollkommen, weil es Wahnsinn ist. Ist halt Bombe, aber wir können ihn einfach gar nicht bringen. Also. Nein. Also. Leider. Egal. Werden wir schon irgendwann mal dazulernen. Weil es Wahnsinn ist. Ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, ich war noch nie. Nein, stimmt nicht, ich war einmal zum Weed kaufen in Gastein. War die Story. Ist verjährt, Mann. Ja, das ist ja scheißegal, Mann. Das war ja nur das legale Weed. Die Story ist aber eh dope. Das ist schon ewig aus. Hella dope, Mann. Ja, ist dope Story. Und ich bin allein auf die Nacht daheim gekommen und mir denkt, shit, Bro, mein Plug hebt nicht an, jetzt muss ich irgendwo mein Dope aufstellen, oder? Shit, Bro. Der war so Ami ist cool. Shit, Bro, mein Plug hebt nicht ab. Ja, dann habe ich halt mal so meine Kontaktelisten durchgeforstet und mir gedacht, so, okay, wen kann ich da jetzt dann aktivieren? Und dann bin ich halt irgendwie über Umwege nach Gastein gekommen und es war im Winter damals und es war echt schon irgendwann mitten auf die Nacht, oder? Also, zuerst Kärnten gefahren und dann mit Zug. Über Umweg. Nein, das Problem war, ich bin wie so jeder, der ein iPhone länger wie ein, zwei Jahre hat, dass der Akku irgendwann komplett in den Arsch geht. Ja, ist normal, ja. Ja, ist normal, ja. Und ich bin dann am Weg nach Gastein, ich bin bei mir daheim losgefahren mit, weiß ich nicht, 30% Akku oder so und hab schon gewusst, so scheiße, das gut knapp werden. Und dann fahre ich halt da hin und dann fahren wir durch den ersten Tunnel eigentlich. Dann will ich da mal so irgendwie so Standort checken oder so, irgendwo, wo ich hin muss, Handy aus. Denke ich mir so, ja fuck, ich habe keine Ahnung, erstens mein Wöcher gestorben muss, in Wöchers für die 5. Und dann, wo, zu welchem Haus, zu welchem Tier, so, damn. Ja, du bist auch lost, im Grunde hättest du auch Herrn umtragen können. Ich hätte Herrn umtragen können, aber ich habe mir auch gedacht, so fuck, man, ich bin jetzt schon dreiviertel Stunde auf dem Weg, wenn ich da jetzt die Mission passiert. Die Mission passiert jetzt, man, es ist 12 Uhr auf die Nacht, ich bin jetzt nicht extra. So, wie lächerlich ist denn das? Ja, ich bin jetzt nicht extra für das dahergefahren, dass ich wieder umdrehe. Nein, man, jetzt ziehe ich jetzt nicht durch. Dann habe ich einfach meine Sitzheizung ganz auftrat, mein Handy unter den Arsch gelegt. Ja. Und bin so halt einfach bis bisschen weitergefahren, bis ich es wieder einschalte. Genau. Geil. Ey, das nicht. Wie kommst du denn auf das? Also, ja, aber das war jetzt schon vom Skifahren auch immer so, auf das Handy nicht gegangen ist. Nachher, wenn du drin geguckt bist und wieder warm war, ist es wieder gegangen. Yeah. Das war's mal. Ja, aber wenn der Akku, und wenn der Akku weg ist, also ich kann mir nicht auf die Idee. Ja, du hast ja, doch keine Physik gehabt, Mann. Ja, true. Stimmt, ja. Mhm. Ich hab dafür Singen und Klatschen gehabt. Mit dem Physik gehabt, man. Ja. Haben wir das gelernt? Dass Neutronen, das so Elektronen und der ganze Shit, you know? Ja, bei mir hat es echt eine Stunde gegeben, die hat Morgenstunde geheißen, da sind wir über unsere Gefühle geredet worden. In welcher Schule warst du? Andere. Bist du sicher, dass das war? Ich glaube, das war keine Schule. Das war Anstalt. Das war ja, ich glaub, ja. So war das nicht so, wie nennt man das? Betreubares Wohnen. Egal. Auf jeden Fall habe ich halt das dann durchgezogen, bis mein Handy irgendwann wieder gegangen ist. Dann habe ich irgendwann wieder mal eingeschalten und dann so schnell. Dann hängst du halt so da so, fuck man, heb ab, so der Typ, der muss mir jetzt einen Song holen. Ey, boah, du so, wohin, so ungefähr so. Dann wieder eingeschalten, wieder schnell irgendwie, er hebt nicht da dann schnell was geschrieben oder Handy wieder aus. Wieder selber wieder unter den Arsch in die Sitzheizung. Und wieder bis er gefahren und die Odyssee hat sich dann, glaube ich, auch über eine halbe Stunde lang gezogen oder so. Alter. Bis ich es dann echt geschafft habe. Ich habe dann gewusst, welches Haus, aber nicht welches Tier. Mhm. Dann habe ich einfach alle durchgeleitet und es war ein gigantisches Mehrfamilienhaus. Geil. Weil ich schwöre, dass das waren. Und vor allem, wenn du sowas halt in Gastein oder was du hast, dann steht halt auch jeder da. Ja, safe. Das war übrigens bei mir letztens auch. Irgendwer leitet auf die Nacht bei mir, ich mach auf und keine Ahnung, ich habe nicht einmal drüber nachgedacht, dass das wer gewesen ist, der hat dann aus Versehen woanders geleitet hat. Ja, oder der einfach nur in die Bude rein wollte. Eben, genau. Mhm. Bei mir wer geleitet, ich stehe auf, mache die Wohnungstür auf und stehe da, bis wer kommt. Mhm. Und dann kommt einer auf und ich so, ja bitte. Ich habe den nie gesehen. Also, ich habe nur woanders geleitet. So, ich wollte eigentlich auf wie zu meinem Freund. Und ich so, okay, stimmt, ja, nee. Voll, das ist so ein Ding in der Stadt. Ja, der Klassiker halt, man weiß es halt, du hast es in, ja, beim Mehrfamilienhaus oder Mehrparteienhaus. Ja, und ich hab das nimmer am Schirm, ja, gehabt.
Same. Ja. Verstehe. Ja, mir war es halt, ich hab mir auch gedacht, ja shit, ich muss jetzt da in die Bude rein. Ich habe zwar nicht gewusst, echt nicht gewusst, wo ich dann einmal alles rausgekleidet, bis ich reingekommen bin. Irgendwer wird sich schon gesprochen fühlen. Ja, irgendwer wird sich schon gesprochen fühlen. Und dann habe ich halt auch so ein bisschen durchprobiert und habe es dann im Endeffekt auch geschafft. Super. Ja, war nice. War echt dope. Mhm. Stark. Dope. Geile Mission auf jeden Fall. Ja, aber war so die wachsinnlose Mission. Man, ich bin, glaube ich, ohne Spaß von 11 Uhr auf die Nacht bis 3 in der Früh unterwegs gewesen. Für das, dass ich mit, no joke, für das, dass mir die Jungs dann da gesagt haben, ja, ich kann jetzt ein bisschen mit einer buffen. Und dann können sie mir dann aushelfen her da und das war's. Also echt, was ich mal bin da. Vor allem, es war voll Schnee und da ist sie mitten im Winter. Ich bin da auf die Vollmission gegangen. Für das, dass ich echt mit, ja, ein Ofi plus warm gekommen bin. Klingt echt erbärmlich. Es war erbärmlich as fuck. Also es war, man, ich schwöre, dass wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte es wahrscheinlich trotzdem du. Ja, yeah, safe. Auch weil es im Gau so lame ist. Ja, aber ist eh eine geile Mission, Mann. Schau, jetzt hast du eine Geschichte zum Erzählen gehabt. Ist ja, super. Ja, immerhin das. Hat sich schon wieder ausgehört. Hat sich wieder ausgehört, aber es war echt so eine richtige, nichtsnutzige Versageraktion. Wenn du wenigstens mit ein bisschen mehr weiter aus der Situation gekommen warst. Ja. Ja, ein bisschen hast du ja eh gehabt, oder? Ja, ich weiß nicht, jetzt den Dank, den ich verfolge. In der Zeit auf und die Struggles mit dem Handy, aber wurscht, hat sich schon ausgezahlt. Passt schon. Aber Jungs, wir haben ja heute wieder ein Backtel gekriegt, gell? War true, ja. Aber wir haben gesagt, wir sagen jetzt mal ein Ding, gell? Letztens haben wir das Leihwahl gesagt. Nein, das war vorletztes Mal. Letztes Mal haben wir einen Bierdecke-Herzog. Moment, nein, den haben wir nicht Herzog. Bin mir ziemlich dann sicher. Werden wir jetzt Herzog. Nein, den haben wir nicht Herzog, den haben wir im Live-Herzog. Ja? Ja. Ja. Auf jeden Fall passt, dann ist jetzt gerade der Bierdecke gelegt worden. Ja, passt. Muss ich wiederholen gehen? Yes. Wo ist denn das? Wir außen auf der Wand. Auf der Wand hingehauen. Wir haben nämlich für unser super geiles Merch-Paket einen Bierdecke entworfen. So geil. So geil, Alter. So geil, Alter. Und zwar, was ist auf dem Bierdecke drauf? Eigentlich, so spektakulär ist es nicht, es ist ein Bierdecke, nur hinten drauf haben wir einen QR-Code zu unseren Lost Tapes. Ja, und genau, da, wer auch immer jetzt das Video schaut, sieht gerade den Bierdecke. Der QR-Code ist aber zugekippt worden. Genau so ist es. Weil, wie der Isaac gerade gesagt hat, Lost Tapes, wir machen oder haben einen Ordner, wo alles Tracks, Songs von uns drauf sind, die wir nie veröffentlicht haben, die aber fertig sind und das gibt. Und die wahrscheinlich auch sehr, oder kannst du sagen, ein, zwei Lieder, dass man die einmal live vielleicht gehört hat oder so? Glaube ich nicht, ne? Doch. Ich glaube, eins davon haben wir selbst schon gespielt. Eins davon haben wir gespielt, das stimmt, was ja, du siehst. Aber das ist auch schon wieder ist long, long her. Das haben wir einmal bei einer Show als Geld viel eingebaut. Ja, ja, also. Und dann haben wir gemerkt, es ist live gar nicht so geil. Das stimmt, ja. Ja, voll. Und da sind einige Tracks drauf, die ihr erst, sobald ihr so ein Bierdecke habt, für euch zugänglich sind. Ich würde es viel krasser sagen. Ich würde es viel krasser sagen. Der probiert da Spannung auf. Da sind noch Wes. Was siehst du? Da ist ein QR-Code drauf, der führt zum Drive-Ordner. In dem Drive-Ordner sind ein paar Lieder, die es so nie geben wird. Wer sich das Merch-Bundle kauft, hat Zugriff auf den Ordner. Let's go. Genau so ist es. Ja, aber das klingt so unspektakulär. Das ist voll spektakulär. Ja, es sind einfach. Es ist eh mega geil. Es ist einfach genau das, was ich. Wer nicht weiß, was Lost Tapes sind, googelt. Ja. Dann Global ist Lost Tapes und da kriegt man nur Access, wenn man das Merch-Bundle kauft. Ja. Yep. So ist es. Außer natürlich, irgendwer geht her, lohnt sich den Spaß dann runter und verschickt es an alle, was das nicht haben. Nein, steht drin, darf man nicht. Genau, das ist illegal. Ist halt echt. Ja, wir sehen das. Die Rechte sind immer nur bei uns, gell? Wir sehen, was für eine E-Mail das dann verschickt hat. Aha. Okay, bist du Hackermann? Nein, ich nicht, aber ja. Okay. Ich bin Hackermann. Go macht dann Shutdown. Nein, wir sehen schon echt. Also wenn es ja runterladen soll, sehen wir schon echt. Ja, ja, safe. Also. Das sieht man ja, das stimmt schon. Ja. Aber wenn man es runterladen und sie in seine lokalen Dateien bei Spotify einladen, dann ist alles cool. Das passt, ja. Passt das schon. Ist ja wurscht. Nur nicht veröffentlichen und so Scheiße. Nein, veröffentlichen spielt sie nicht. Nein, weil nachher kommt eine dicke, dicke Klage, Alter. So wie wir jetzt da noch nicht kassieren werden. Hoffentlich nicht. Reden wir mal nicht drüber. Sollen wir nicht drüber reden? Nein. Okay.
warten wir mal, was passiert. Warten wir mal, ob wir eine fette Klage kassieren. Und wenn wir es kassieren, dann müssen wir es eh ausschlafen. Dann. Könnt ihr darüber im Klaren sein, sobald das Merchbandel rauskommt und wir nur noch drüber reden, dass wir verklagt worden sind. Sind wir verklagt worden. Ja. und müssen das als Promo massiv ausschlachten, dass wir uns irgendwie wieder aus den Miesen ausfischen. Aber wir haben schon Pläne. Wir werden wahrscheinlich nicht drüber zerbrechen. Wahrscheinlich. Man weiß nicht. Naja, die Chancen stehen gut. Ja, kann schon passieren. Kann schon passieren. Egal. Hey, wir überleben. Ja, dann drauf geht aber nicht. Mann, dann gehen wir halt in den Modus, man. Passt schon. Das wär's nicht nutzen. Lehmen wir für Börsche-Geld. Ja, genau. Müssen wir noch Dubi. Dubai ist die Meta. Zuerst ist die Haar transplantieren und dann Dubi. Ja, Mann. Aber fuck, da braucht man jetzt noch nicht keine Sorgen über Sachen machen, die noch nicht passiert sind, gell? Ja, nein. Stresst mir null. Die stresst full. Ja, Vollgas. Ja, wird schon da. Kriegen wir alles hin, gell? Und wenn es passiert, dann ein Tipp. Vorher noch schnell die Konten laden, dann bist du eh broke. Ja, stimmt, dann ist es eh wurscht. Dann musst du ja keine Steuern mehr zahlen. Scheiße, irgendwer für die Finanzzinger schaut uns da jetzt gerade zu, oder? Denkt sich, ja, passt, Jungs. Das wird eh alles nicht passieren. Nein, es wird eh einfach alles clean rennen und passt, oder? Gäh, die Finanz checkt in seinen Schmäh schon. Die wissen wohl, dass wir brave Steuerzahler sind. Ja, das sehen sie ja hoffentlich eh. Wo? Wir zahlen so viel. Gerade aufgedacht. Ich habe heute das Café am Rande der Freundlichkeit gelost. Ja. Und die Jungs haben sich übrigens sehr über das Shoutout gefreut. Ja. Frühstücksfernsehen. Ja. Und sie haben auch darüber geredet, ob das zum Beispiel funktioniert. Wenn du jetzt den Preis gewinnst und dann sagst, hey, mir ist der Obi gefallen, der ist jetzt kaputt, ob man da noch einen kriegt. Bezweifle. Ja, und da würde ich gerade sagen, wir wissen, dass man das anders regeln muss. Und zwar, man muss sich nur am Bestehen und den Server zahlen. Ja, genau. So also, falls sich irgendwer die Frage gestellt hat, das funktioniert so leider nicht. Nein, das funktioniert echt nicht so. Ja, und wir haben ja jetzt dann auch den Preis verlost. Ja. Das ist... Der Macher 0815 hat gewonnen. Am Freitag war das, oder? Ja, das war am Freitag. Am Freitag, ja. Macher 0815 hat gewonnen. Am Samstag wird der höchstwahrscheinlich übergeben. War der Plan, gell? Dann nimmer. Ist er da dann mal verschwunden. Ja. Aber dann kommt hoffentlich ein Nachbau irgendwann. Ja, der Glaser muss sich mal melden. Ja, echt, wenn sich der Glaser mal melden. Ja. Das war echt schade, wenn man den nicht mehr hätten müssen. Sollen wir den heute nochmal anrufen? Eigentlich? Ja, den Glaser. Wir haben nämlich einen Kontakt gekriegt von dem Glaser, der das gebaut hat. Und der ghostet ihn jetzt. Ja, der ghostet ihn jetzt. Der vergundet uns den einfach nicht mehr. Ja, wir haben ja auch noch nicht gezahlt. Also eigentlich, das verstehe ich nicht. Ja. Wenn wir wenigstens gezahlt hätten, dann hätte er wenigstens Cash gemacht. Ja, voll. Vielleicht hat er ein 9 Game am Start. Das weiß man ja nicht. Ja, voll. Er ghostet einfach. Er sagt nachher einfach, wir haben ihn angeholt und wir haben nie gezahlt. Und nachher kriegen wir so Mahnungen und so Scheiße. Wahrscheinlich. Probably. Schauen wir. Egal, krass. Er steht einfach neue Bilanzsheets mit vielleicht Umsätze, die erzielt werden. Ja. Hat sich dann Investoren in Lohn und dann fährt der Exit. Dann macht er einen Podcast Award Coin und nachher macht man Pump and Dump, man. Mhm. So irgendwie. Boah, das war geil. Was ist eigentlich aus irgendwelchen Meme-Coins so bis jetzt geworden? Aber Bro, ich bin eigentlich Multi jetzt. Ja? Nein, ich bin Multi. Multi? Multi. Ich bin Multi-Broke-Junior. Nein, also bis jetzt performe ich alles ganz gut. Ja. Aber es performe generell ganz im Markt gut, also das heißt nichts. Wobei, momentan auch gleich. Ich kann jetzt nicht nachschauen, weil mein Handy filmt ist. Ah ja, schau, wir kommen eh wieder zurück, das passt schon. Ja, man, Bitcoin ist gestern wieder fast auf Alltime High, glaube ich. Ja, was für Bitcoin, Mann. Ja, aber das hat die leitende Kraft von dem Ganzen. Ja, ja. Bitcoin ist der größte Meme-Coin. Nein, wenn Bitcoins investiert hat, absolut die Kontrolle über sein Leben verloren. Hey, der Ohrenkoll, der ist Bomb. Wie heißt der? Nein, das ist ein normaler Coin. Reverse Rights, keine Ahnung, was das ist. Ich hab's gesehen. Okay. Okay, gut. Scheiß drauf. Kauft's nie, das ist sicher voll der Scheiß. Nein, da wo jetzt normalerweise alle disclaimen, so hey, ich bin Finanz. Ja, wir sind das. Hey, ich bin ein absoluter Finanzexperte. Los auf Arm. Er hat absolut viel Plan von Meme-Coins. Er hat einen absoluten Plan vom Markt, der weiß genau. Und alle immer sagen, man weiß nicht, was passiert, er weiß.
Ja. Ich wisst es gleich, ich das erst weiß. Ich bin nur so Orakel. Ich bin im Grunde wie der Oktopus, was die WM vorhersagt. Ja, genau. Ja. Wenn alle immer sagen, so, ja, es war Zufall. Ich hab keine Glaskugel, wo ich reinschauen kann. Genau die haben wir. Ja, beziehungsweise der Schutt hat es dabei. Ja. Sind Sie schon mal bei mir daheim gewesen? Steckt ganz schön eine fette Glaskugel um. Hast du mal gefragt, was die tut? Dieses Meme-Coin-Orakel, Alter. Das sagt man immer, das Doggy-Coin kaufen. Geil. Shiba und Doge. Die sind beide viel zu groß schon, Mann. Man muss für die kleinen und dummen. Ja, die Kugel hat mir das vor 5 Jahren gesagt. Ja, dann hat sie es gescheit ausgezahlt. Ja, aber das sind da Coin noch nicht gehört. Da bist du ja schon wieder Multi, Mann. Ja. Na, Doge, glaube ich, hat es da auch schon gegeben, Mann. Doge gibt es schon so lange. Ja. Das gibt es eigentlich so seit dem ersten Bullrun, glaube ich, gibt es Doge schon ungefähr. Doge ist eigentlich kompletter Blue-Chip-Coin, Mann. So gesehen, ja. Man, Doge ist die neue Meta. Ja, Mann, er hat halt schon crazy viel Marktkapitalisierung und so. Also ja, da ist schon ein bisschen Kohle drin. So. Ja, da ist gescheit viel Kohle drin. Ja. Oh, ja. Ja, gescheit viel Kohle. Weißt du, für mich als Whale ist das jetzt Peanut. Ja, true. Sag ich auch mal, meine anderen Homies, dann schaut man in den Boden. An den Shortest Alone, Alter. Like Short Squeeze, Alter. Apropos, weil wir gerade bei der Meta gewesen sind, ich glaube, über das kann ich jetzt eh noch mit Go reden und mit allen, die ab und zu mit COD spielen. Was geht? Mm. Stimmt, es kommt wieder back, gell? Mm. Es passiert endlich wieder, dass wir wieder COD spielen können, nämlich Rebirth Island kommt back. True. Und jetzt werden wir vielleicht auch wieder mal zahlen. Es ist das Allerwichtigste für mich. Weil, Scheiße, dann muss ich mir einen neuen Controller kaufen, weil der Radio will sein zurückkommen. Voll weg. Ja, dann heben Radio nicht an. Ja, okay. Ja, da kannst du echt einmal einen lockeren Geist aktivieren. Ja, also. Es ist sehr easy, weil er müsste für das vorbeikommen und den holen. Also, das wäre nicht passiert. Es ist ja auch im Studio schon zu hart. Ey, Mann, der freut sich nicht einmal da herkommen. Der wohnt daneben. Der King, Alter. Fuck. Hey, Radio, wenn du das hörst, du bist echt Wachsergammler. Ja, das der Hund kriegt irgendwas gratis, aber wie die 5 Schritte von seiner Bude weg. Just for info, wir haben voll lang sein Geburtstagsgeschenk da gehabt und er hat es einfach nicht geholt. Ja. Was ihn auch nicht gefreut hat. Ja, da muss man jetzt auch mal sagen, das Geburtstagsgeschenk war mega. Es war vollgas geil. Ja, er und checkt. Als Rondinfo, der Radio war 10 Minuten von da weg, wo wir gerade sind. Yep. Kurzer Callout gegen also Radio. Ja, zu Fuß. Man muss da nichts tun, man muss auch nur gehen. Ja. Also war man so stressig, halt. Mann, Alter, ich muss meinen Geschirrspüler ausräumen und nachher muss ich vielleicht nur in die Hocken, Mann. Überstress. Mann, er ist ja so die Legende. Wir reden jetzt natürlich nicht vom Radio. Ist irgendwer, den gibt's gar nicht. Aber wer kennt bitte, wenn der von seiner Hocken ausgeschmissen wird und 2 Monate später schwarz zurückgeht in dieselbe Hocken hackeln? Ja, das ist echt. Wir reden ja eh nicht vom Radio. Wir reden von irgendwen, Mann. San Miguel. Vom San Miguel. Das San Miguel, Alter. Ist ein spanischer Dude, der Loco Papi, Alter. Ja, ist schon ein geiler Move auf jeden Fall. Ja. Hobby. Das ist funny. Das ist so Legende, weil. Nein, so, hey. Aufgestellt braucht man die nicht, aber schwarz. Schwarz magst du schon ein paar Mal helfen. Willst du ein paar Mal aushelfen so? Geht da hin. Wir brauchen eh Leute. So, hakelst du dann? Nein, ich bin besserer Ghost. Nein, ich kenne nur die Leute. Ich helfe nur ein bisschen, freiwillig. Ich kenne einen Chef, Mann. Mann, echt genau. Das erinnert mich jetzt zurück, Alter. Das ist schwer, dass wie mir, wie ich noch Säcke am Gürtel war. Dunkle Zeiten. Aber da war es halt echt miese Zeiten, Bruder. Auf jeden Fall. Ich schwöre, dass das war auch teilweise. Kimmst in der Hitten, in der ominösen Lokalität, wo das stattgefunden hat, kimmst in Köhr, habe ich. Mann, auf einmal schenkt da irgendein Gast aus. Und dann sagst du ungefähr so: Ey, was tust denn du jetzt da? Ja nein, der bla bla hat keine Zeit gehabt. Ich schmeiß jetzt da nicht kurz die Bude. Ja, passt, fix, man bedient die so. Ey, wurscht, das juckt, was? Das ist eh egal. Ja. Dann schaust du auf, wie ungefähr irgendwer anderer macht Türsteher, auch irgendein Stammgast, steht mit dem Bier da und sagt irgendwelche Leute, dass sie nicht rein darf. So stark. Und du denkst halt auch nur so,
Was ist denn das für ein Freefall? Da? Es geht ja eh um nichts. Ja, ja, man muss aber auch dazu sagen, dass da, wo du gearbeitet hast, das ist ja recht, wie du schon gesagt hast, die ominöseste Hitten am Gürtel. Ja, absolut. Definitiv. Also Stranger geht's fast nicht. Nein. Stranger geht's fast nicht. Vor allem einfach rein von dem, wie das Klientel sich aufteilt, was für eine Veranstaltung geführt werden. Die Lage an sich ist auch schon scheiße, weil es halt alles sich zu, aber schwab, was die sonst zum Gürtel umtreibt, das muss man auch sagen. Und da sind schon echt krasse Leute unterwegs. Irre. Ja, oder insane. Hast du eigentlich schon mal drüber geredet, dass du da gesehen hast, wie wer zusammengefahren worden ist? Nein, ich glaube, die Story habe ich noch nie erzählt. Also die musst du noch, aber führ noch aus, aber die tat ich gerne nochmal hören. Die Story ist brutal. Ja, nein, aber es schwappt halt in die Hitten halt echt alles einer, was irgendwie überall anders halt auch nicht reinkommt. Das muss man halt auch mal so sagen. Ja. Und das Problem bei der Hitten ist, du hast ja die Schwerste, das ist echt, du hast so ein Zeitfenster am Anfang vom Abend, wo du entweder entscheiden musst, so, okay, haben wir heute die ganze Nacht eine leere Hitten, weil die ersten 200 Leute, die kommen, Freaks sind, was du eigentlich nicht reinlassen willst. Ja. Oder es ist halt heute wieder mal ein Abend, wo, ja, die Freaks am Abturnen sind so. So unten im Keller ein Pentagramm und da wird auch der Teufel beschwören. Ja, so in, nein, aber echt so in die Richtung. Zu Goa-Mucke. Ja, zu Goa-Mucke. Echt so in die Richtung. Das ist halt echt was, weil du merkst so, du merkst ja eh genau so, hey, von 10 bis 11 es sind gerade nur Psychos gekommen. Okay, was tue ich jetzt? Und so. Heute wird es lit, oder? Ja, wird es entweder lit oder wird das heute eine neue Nummer so. Ja. Und dann bist du halt irgendwann auch so, ja, fuck, okay. Die ersten 500 Leute waren alles Psychos, gut. Dann kommen halt auch irgendwann einmal ein paar normale Studenten und so und dann halt irgendwie so, ja Mädels, viel Glück. Schreit's von was ist. Na weiß ich nicht, zieht's was um, macht's nicht irgendwie bemerkbar. Probiert's halt irgendwie unversehrt wieder zu drücken auf, vergeben wir. Da hab's einen Pager, ja. Druckt's auf den roten Knopf, was Hilfe braucht's. Das brauchst du in der Hit echt schön. Brauchst fast. Auf jeden Fall. Zu der einen Story wieder, wer überfahren worden ist, das war echt hart. Vor allem die Scheiße passiert immer genau in der Früh, wenn du eh schon gar keinen Bock mehr hast. Und da war es halt auch, ich weiß nicht, war über 6 oder so. Ich hab keinen Bock mehr, dann wird auch noch wer zusammengefahren. Ja, dann wird der Hund auch noch überfahren, oder? Und zwar nicht ein bisschen, sondern komplett niedergemacht. Ja. Aber es war echt, man, es war echt schon so ein kritischer Abend, weil da sind halt der Ding, an dem Abend sind vorher schon das. Okay, na, damn, das müssen wir, ich glaube, den Namen müssen wir piepsen. Okay. Keine Namen. Die sind halt einer gekommen und er so, please, brother, help me, police are looking for me. Und ich so, Homie, was hast du jetzt schon wieder für einen Scheiß, du so, kannst dich nicht darin verstecken. Weil es ist, kommen die Bullen und rannt den Lohn auf, so aussehen mit dir jetzt, oder? Ja. Die Bullen sehen, fahren, zack, euer mitgenommen, auf einmal kommen sie halt eine Stunde später oder so wieder und sagen so, Jungs, ist. Seid ihr nur am Scheiß machen heute schon wieder so, da außen stellt sich da hin, da ist mir wurscht, aber in Lohn halt heute nicht. Und dann haben sie halt irgendwann, umso später es waren ist, und sie waren halt vorher schon voll off the chain, also halt auch noch halt nicht du. Aber mir ist das halt immer wurscht, was sie draußen tun haben. Ja, ist ja so, halt so, ja, so gesehen, auch none of your business eigentlich. Mehr oder weniger. Ja. Und ja, und vor allem, du hast das halbwegs, du hast das in einem gesättelten Rahmen, so du. Weißt du, was ich meine? Sie sind nicht in deinem Club, sie sind vorn draußen. Sie sind vorn draußen in einem angesperrten Bereich und bauen da nicht einen voll Scheiß und so weiter, passt schon. Ja. Und dann ist es halt immer später, wenn ich immer später war und zum Schluss waren halt nur noch ein paar so Kandidaten, eher so stammgastmäßige Leute da, die was aber halt schon alle auf der Verrücktheitsskala sehr hoch angesiedelt sind. Also, die sind schon in der Staatsmeisterschaft. Ja, die sind schon echt in definitiv. Ja, Landesauswahl. Also, wenn es da Bundesliga fürs Crazy sein gab, die Jungs dann zuführen. Ja, und dann hat es halt natürlich, wie es so kommen müssen, halt irgendwann halt da Zwiste geben zwischen den ganzen Parteien, die da draußen versammelt waren und halt echt mehr oder weniger, ja, schon guten Stress. Und dann war es halt irgendwann, war es eine Gruppe von ein paar Somalis gegen einen Türken und einen Albaner. Und die Sache ist, ich kenne halt die alle, oder? Ja. So, ich kenne die auch jetzt noch. Ja. Und sieg die ab und zu mal, wenn ich irgendwo in der Gürtelnähe unterwegs bin. Ja. Und
dann haben halt eben genau die zwei Gruppen halt streiten angefangen. Und mein Problem war halt eigentlich nur, dass ich probiert habe zu schauen, dass die Somalis jetzt nicht von die 1-2 umgelegt werden. Mhm. Weil die 1-2 sind echt Wachsehund. Mhm. Also die sind, ich schwöre, die sind Bundesmeister im Crazy sein. Die sind nicht frisch. Ja. Das sind echt nicht. Und dann war halt eben mein Job, okay, ich muss die Jungs jetzt irgendwie so bewegen, dass sie einfach sie verpissen, ja, und kein Beef mehr jetzt mit die Ohren machen, ja, und so weiter. Ja. Dann habe ich es halt probiert, die ganze Zeit ein bisschen anzudrängen und weiter anzuschirmen und sie halt irgendwie wegzukriegen. Und es hat eh halbwegs funktioniert. Aber genau der eine kleine Motherfucker vorher wollte die ganze Zeit so wachstress. Er wollte es unbedingt, ja, oder der wollte no step back auf jeden Fall. Und dann hat er halt die ganze Zeit probiert, so rechts und links an mir vorbeilaufen. Und wer einen Gürtel in Wien kennt, da ist der Gehsteig ist nicht so breit, da bist du schnell mal auf der Straße raus. Gehsteig, wie groß wird das sein? So, ja, nicht so, wie halt so ein normaler Gehsteig. Normaler Gehsteig und dann ist aber direkt daneben eine dreispurige Straße. Ja, wo die Leute echt wachs. Ja, vor allem auf die Nacht und so hocken sie da. Wo die Leute echt wachs hocken. Ja. Und dann habe ich ihn halt echt so abgeschirmt und er probiert halt so zwei, dreimal irgendwie links, rechts bei mir vorbei. Und beim dritten Mal rechts vorbei, was bei ihm quasi die Straßenseite ist, probiert er einfach an mir vorbei und läuft einfach auf die Straße raus, ohne dass er geschaut hat, ob irgendwas kommt. Und ich schreibe nur so nach, so fuck, nein, du hast nicht. Und dann tut schon schnell, also der hat echt, Mann, der hat, keine Ahnung, 0,1 Sekunden den Fuß auf die Straße gesetzt gehabt und das Auto hat ihn schon mitgenommen. Mhm. Also das war echt, das muss auch für den Fahrer irre gewesen sein, ja, weil da springt einer einfach aus dem Nix auf der Straße, hinterparkte Autos, auf die Straße, und aber so, dass er da im Grunde Volley auf dein Auto aufspringen soll. Ja. Und der Typ hat den halt mitgenommen, das kannst du nicht feststellen. Oder einen Schnäuzer hast du, er macht so Switch Frontflip, 6-7 Meter die Straße auf. Und ich stehe daneben und schreie so, wow, damn, was geht da? Voll im Schock. Halt, ja. Oder? Es war ein Dachsler, so, weiß ich nicht, Ende 50-jähriger Türke, ja, der gerade einen Gast mitgehabt hat. What? Damn. Der Gast, er ist noch weitergefahren, so 20 Meter oder so, bis er stehen geblieben ist. Der Gast steigt aus, nimmt seinen Koffer und läuft weg. Ja, ja. Und ich suche dabei den neuen Typen und ich finde ihn nicht. Ich habe mir schon gedacht, so, der Scheiße, hängt der jetzt vorne in der Frontbahn Auto drin oder wo ist der? Also ich finde den nicht. Ja. Und schaue ich irgendwo auf einmal, sehe ihn so, okay, er liegt einfach 7-8 Meter weiter einen Gürtel an, wie wo es ihn erwischt hat. Und liegt einfach da, man, der Hund war zusammengefallen, Alter. Also den haben sie gerade echt, weil das wäre, wenn, weiß ich nicht, oder das wäre, wenn sie einen Min gewohnt U zusammengelegt hätten. Wäre die ganze Fentanyl-King sein, oder? Ja, Mann, er war auf Klappstuhlbasis, nur ein Fässerart. Und dann kommt der Dachsler so zu mir, der ist mir einfach reingesprungen. Und ich so, ja, Mann, ich hab's eh gesehen, so, ich weiß eh. Und er liegt am Boden so, gib ihm die Kawasaki, Alter. Ich schwöre. Und ich auf einmal, man muss dazu sagen, wir haben ja vorher schon die Polizei angerufen, weil es vorher schon die ganze Zeit so massiv Beef gegeben hat. Die haben ewig gebraucht. Ich rufe mein Handy halt die Rettung und wir halt sagen so, hey, da ist er überfahren worden. Auf einmal kommt der Radio oben aus dem Lokal, weil der Radio hat Bardienst gehabt, kommt aus dem Lokal raus und schreit so zu mir, aber Mann, ich hab die Bullen schon gerufen. Ich so, na Mann, das ist die Rettung, da ist mal gefahren worden. So, Alter, was? Sterbt da Leid? Einfach so vom Hundertsten ins Tausendste gesteigert. Ja, dann telefoniere ich halt so mit der Rettung und er so, ja, entschuldige, gehen Sie bitte mal zu, ich kann schnauft der noch dies, das. Und ich so, ja, der schnauft noch, weil er, keine Ahnung, er hat zumindest keine offenen Verletzungen oder so, aber der ist im Arsch. Der ist ja gerade mit einem 60er, 70er komplett niedergeführt worden. Was geht da ab, oder? dann kommt der Einzige, der ihm geholfen hat, war der eine Typ, mit dem er die ganze Zeit Beef hat. Der war dann der Einzige, der ihm geholfen hat. Von seinen Homies, der Erste kommt zu mir und die telefoniert sich mit der Rettung. Und er tippt mir so auf die Schulter und sagt so, ist er dort? Und ich schaue ihm so, was? Und er so, ist er dort oder lebt? Und ich so, Homie, was? Hilfe einmal. Was geht halt mit dir ab, okay? Auf jeden Fall haben wir ihn halt dann geschnappt
und auf die Ding umgetragen, auf den Gehsteig getragen. Dann sind gar einmal die Polizei ist dann eingetroffen. Dann haben wir einmal so mit, wie nennt man die? Die Decken? Die Decken, ja, die Wärmedecken. Die. Ja, das ist ja, Rettungsdecken. Ja, genau, mit so einer Rettungsdecken. Was? Ich habe nichts verstanden, was du gerade sagen wolltest. Joachim, was den Alu-Box so gern. Dann haben wir ihn halt in so eine Rettungsdecken eingepackt. Und ja, er hat dann eigentlich nachdem er seinen Kawasaki-Modus ausgeschalten hat, wieder relativ bald normal schnaufen angefangen. Und dann ist er irgendwann, es hat schon gedauert, der Typ war sicher gute 10 Minuten oder so, pass out, also safe. Ja. Also, aber komplett weg. Also auch so, seine Augen waren irgendwo und so. Okay. Ich war mir eigentlich sicher, dass ja, mir jetzt ein Zeuge werden, wie der Typ da wahrscheinlich drauf geht. Und dann war es so, dass er wieder zu sich gekommen ist und hat die ganze Zeit so probiert aufstehen. Wir haben ja mal so gesagt, so Mann, bleib liegen, du bist gerade überfahren worden. Und er so, er hat eigentlich nur so Laute von sich gegeben, oder? Fair enough in dem Moment. Ja, ja, fair enough. Dass er die Energy hat, allein schon mal. Und dann steht er auf und das Erste, was er sieht, ist der Typ, mit dem er Beef machen wollte. Mhm. Was geht? Er schleudert einem einen Fuß um und will mit einem wieder Schlägen anfangen. No nachdem er gerade, der ist gerade überfahren worden, war 10 Minuten dort und steht jetzt wieder auf und fightet weiter. Wow. Saukampfgeister. Oder irre. Der muss echt einmal, der muss einen Hass gehabt haben auf den Typen. Er war im Film. Er hat fix den einen in die Schuld gegeben, dass er zusammengefahren worden ist. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall fangen dann mit dem Dude wieder fight noch. Und die Key war an dem Bike so voll so, ja, wir haben gerade gesehen, also was passiert denn da jetzt? Und gerade so, Herrs, beruhigst du dich, Herrn's auf. Dann fangt er mit die Kieferer fighten, oder? Scheiße. Kieferer, er haben natürlich straight umgeschnien, oder? Er haben wieder am Boden fixiert und ich stehe nur daneben und so, Mann, Homie, was ist mit dir los? Du hör auf, Alter. Mann, du warst gerade da, Alter, jetzt tschüss. Das ist auch zum Zombie. Ich weiß nicht mehr, was ich glaube. Nein, Mann, weißt du, ich weiß nicht mehr, wie es mir gerade geht, tschüss, du. Ja, und ich schaue die ganze Zeit nur so auf die und denke mir so, fuck, ich bin in einer Viertelstunde eigentlich aus, Alter. Bitte, da weiter hier. Ich druck's nicht einmal. Ja, dann ist halt dann die Rettung auch gekommen. Und dann weigert sich der Typ, dass er ins Krankenhaus fährt. Alter. Vor allem, du musst dir denken, wie der ausgeschaut hat. Man, die Hosen zerrissen, Schuhe auszogen, Jacken zerrissen, überall Schrammen und so. Und er geht echt, als wie wenn er gebrochene Hüften hätte. Also da war nichts mehr stabil beim Gegner. Und dann er so, ja, sie müssen jetzt ins Krankenhaus. Nein, er geht nicht ins Krankenhaus. So, ich zu ihm so, irgendwann, das war jetzt sinnlos, dann habe ich halt irgendwann probiert zu ihm sagen, so, hey, geh jetzt bitte ins Krankenhaus, Mann. So, du bist überfahren worden, Vollgas. Das ist fix irgendwas. Du bist Mann, aber wenn du das jetzt noch nicht checkst, so obviously, weil, ja. Homie, du bist auf, weiß ich nicht, was für ein Stuff unterwegs. Weil ich hab noch nie wen gesehen, der gestorben ist, aufgestanden und dann wieder fighten angefangen. Das ist einfach der Gürtel-Zombie, Mann. Ja, Mann, der Gürtel-Jesus. Alter, das nehmen wir den Titel noch mit rein. Und Gürtel Jesus. Aufschreiben. Mega gut. Na echt. Und dann sage ich zu ihm so, hey, er hat nämlich echt gut Deutsch kennen. Dann sage ich zu ihm so, hey, Bro, das Krankenhaus ist gratis. Geh bitte ins Krankenhaus. So, du bist am Arsch, Mann. Was weiß nicht, wie gratis das für ihn echt ist, Mann. Boah. Das sei mal dahingestellt. Weißt du nicht, wo der Dude herkommt und ob der echt da sein darf und so. Ja, gut, aber dann das ist... Das kann halt nur sein. Das ist also dann auch so, das zu sein, so. Weißt du das immer? Ja, yeah, safe. Aber auf jeden Fall sage ich ihm halt so, Mann, das ist gratis, geh da hin, tu das jetzt, bla bla. Sag er so zu mir, ich bin Somali, ich hab viel Schlimmere erlebt. Dann bin ich wieder so da. Wahrscheinlich so, gar nicht witzig. Nein, es ist eh nicht witzig, ja, aber in der Situation halt, ich dann auch so, Homie, ich glaub's dir, du hast wahrscheinlich recht, aber trotzdem geht's ins Krankenhaus. Ja. Dann haben wir halt haben wir halt irgendwie in das Krankenhaus da rein, also in den Krankenwagen reingekriegt, dass er zum Krankenhaus kommt. Dann kam so ein mobiler Polizeiwagen, wo es halt so hinten drin so Mini-Büro hast du so zum Auszug aufnehmen etc. Oder dann habe ich da Auszug aufnehmen müssen. Es hat ewig gedauert, Mann. Es war mittlerweile schon so 7 in der Früh oder so. Weißt du, und ich denke mir nur so, Alter, wie lange dauert das? Druck's eh schon nicht mehr. Und dann hucke ich da echt, ja, fuck, ich würde es nicht fronten. Aber mit der Brigitte aus dem Gemeindebau, die mein Aufsag aufnimmt. Alter, fuck. Kein Front jetzt an die
Brigitte aus dem Gemeindebau, falls sie das sieht. Mann, das war irre. Ich habe ihr erklären probiert, wie das gegangen ist. Und die hat mich einfach 10-mal immer selber gefragt, weil sie einfach, ja, weiß ich nicht, was sie nicht checkt hat. So, ich habe gesagt, hey, so und so, er ist ausgesprungen, überfahren worden. Ja, keine Ahnung, was die da noch aus mir rauskitzeln wollen. Hast du ihn geschubst? Ja, aber sind sie sich sicher, dass er nicht berührt worden ist? Ja. Ganz sicher. Man ja. sieht's vielleicht. So. Und ich bin echt so da gegangen, so, hä? Nein, der ist da von sich aus reingejumpt, so was. Und ja, dann auf jeden Fall Hook gehört mit der da drinnen. Und dann geht's los. Auf einmal fang ich ihr Walkie-Talkie da an, auf einmal Funkspruch. Hörst, der Somali, der randaliert im Krankenhaus. Was soll man tun? Den da halten wir nicht fest. Fuck, was geht denn jetzt ab? Auf einmal war mein Ding Session wieder unterbrochen, weil sie muss jetzt da reden am Ding, am Funk. Und dann geht's halt dahin. Na, der ist Beschuldigter. Wir dürfen den nicht festhalten. Der ist Beschuldigter. Der ist nicht verdächtig. Wissen Sie, den können wir nicht festhalten. Also, ja, der randaliert im Krankenhaus. Der haut das Zimmer zusammen. Was soll man da? Ja, da hat der Hund einfach seine, ja, weiß ich nicht, ist er wieder zur alter Stärke zurückgekehrt oder die letzten Reserven mobilisiert und hat den im Krankenhaus randalieren angefangen. Dann sie so, ja, nein, jetzt müssen sie den gehen lassen. So, lassen sie den gehen, der Kunig, so, der ist beschädigt in der ganzen Geschichte. Wir dürfen ihn festhalten. Dann haben sie ihn halt wieder gehen lassen, weil er absolut nicht im Krankenhaus sein wollte. Alter. So geil. Hast du den Typen nochmal gesehen? Der war aus Kärnten. Der war aus Kärnten. Der war nur übers Wochenende da. Alter. Alter, mach Moves, Mann. Lass dich am Gürtel überfahren. Also, Mann, morgen ist Sonntag, ich muss wieder heim. Lass mich jetzt aus dem Krankenhaus raus. Echt wahrscheinlich so. Ich muss hackeln. Ich muss hackeln. Wie die Kärntner lagen, müssen wir arbeiten leben. Nein, das war ja echt das Geile. Der Typ war nicht einmal da. Ja. Stationiert oder wie auch immer. Ja, so. Ja. Der war halt einfach. Ja, aber weißt du, wer es einem jetzt so gehört? Ach, keine Ahnung. Okay. Keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall nicht gestorben. Nein, das ist überlebt, das definitiv. Die gleichen Moves auch in Kärnten weitermachen. Bro, Mann. Der Typ, Kuh, weiß ich nicht, für was der überfahren werden kann. Da muss schon was Fettes daherkommen. Also ein Dachsler. Also ein Dachsler. Nein, geh, so ein Scharan-Dachsi, Mann. Da hat er ja nichts. Das schnupft er zum Mittag, oder in der Früh quasi eigentlich. Das ist dem wurscht. Zum munter werden. Ja, nein, das juckt ihn nicht. Der nimmt das echt auch mal so im Vorbeigehen mit und Krankenhaus was. Ja, war eine absolut sicke Geschichte. Krass. Ja, die war heftig. War der Podi heute mal sehr gürtellastig, da die behaupten. Aber das passt schon. Ah, die war schon heftig, die Story. Vor allem, ich weiß nicht, Alter, das stört mir irgendwie so viel, wenn jemand überfahren wird, dass das voll, weiß ich nicht, viel spektakulärer ist. Schlimmer. Oder so tragisch. Keine Ahnung, ich stöße mir viel, als wir uns. Es klingt jetzt blöd, aber wie wenn du zuschaust, wie Hochwasser ist und so Scheiß. Ja, genau. Weißt du, das ist irgendwie, du denkst so, wow, abgefuckt, was da eigentlich gerade passiert. Aber irgendwie ist es auch so, keine Ahnung, wie sagt man, keine Ahnung. Ich in weiß dem nicht. Moment ist es nicht so wild. Weil ja, es passiert, es passiert einfach so. Du realisierst das gar nicht so schnell. Wenn ich da zusammengefahren werde, man, das dauert. Eine halbe Sekunde, Mann. Ein Bruchteil einer Sekunde. Und dann ist das vorbei und nachher ist es. Und dann schnallt es und dann liegt er verletzt. Ja. Und dann ist es einfach so. Ja. Da liegt aber der Schnäuzer ist irre. Bist ja, das der glaube ich. Boah, da tut es ein Schnäuzer. Oh ja, und der Typ war irre, Mann. Der Hund hat. Ich weiß nicht, was das gelegen ist, halt, aber der Typ muss Top-Material am Start gehabt haben, weil. Schon einen richtigen Jumper-Juice getrunken vorher. Der hat einen richtigen Juice am Start gehabt. Alter, ich schwöre, dass der ein Atom-U-Boot gesoffen war. Also für alle, die nicht wissen, was ein Atom-U-Boot ist. Wisst ihr, was ein U-Boot ist? Ja. Genau, Umdraht. Es ist ein U-Boot in Umdraht. Ja, jetzt erklären wir kurz, ein U-Boot ist ein Bier mit einem Schnaps drin. Stammbeischnaps. Ja, mit einem Stammbeischnaps drin.
Und das Atomobot ist das gleiche noch umgekehrt. Das heißt, mehr Schnaps wie Bier. Halbe Schnaps und ein Standbeibier. Ja. Ja, aber es war dann eben auch, weil ich hab dann, was war das? Ich glaube, das war sogar am Mittwoch. Und ich habe am Freitag wieder hackeln müssen. Ja. Und habe dann am Freitag eh wieder alle getroffen, die was halt da auch dabei waren. So die, das müsste ich feststellen, da in, von der Hitten, wo ich da immer rede. Also da gibt es halt echt so eine Stammbelegschaft an Klientel von 20 Menschen oder so, und die sind immer da. Mhm. Also die sind wirklich immer da. Die Schwabs über die Laufe des Nachts, des Abends schwabst die einfach daher oder sie sind schon da oder was auch immer, und dann triffst du halt die und ja, und dann habe ich halt da mit denen auch gequatscht und allem so gemacht, so, Alter, sie waren so unter Schock, also halt überhaupt nicht du, der Typ, der den Beef anzettelt hat mit einem quasi, der ist eigentlich Möwebocker. Und der hat dann, er hat gesagt, oh Bruder, ich hatte so Schock, Mann, ich bin zur Tankstelle, hab mir 6er Tragerl Bier gekauft, dann ich bin park in so einem Baum gesoffen und eingepennt, Mann. Chef ruft an, so, wo bist du? Bruder, ich habe nicht geschafft arbeiten, Alter. So ja, erklärt, aber verstehe ich ja. So erklärt er halt dann die Story, ja. Oder? Ja, aber das muss ja für dich auch voll arg sein. Weil im Grunde, wenn du da dabei bist, du brauchst ja auch mal Zeit, bis du den ganzen Scheiß umeinander verdaut hast und verarbeitet hast. Ja, ich bin am Tag drauf schwimmen gegangen. Okay. Hast du es da vor Arbeit, oder? Ja, ich bin dann einmal so da geguckt und habe mir eigentlich echt gedacht, warum tue ich den Scheiß eigentlich? Ja, ja. Ja, safe. Ich bin echt so da geguckt und habe mir so drüber so rekapituliert, so, warum tue ich das, Mann? Ich habe viel zu normales Life für das, dass ich mich immer dem Scheiß aussetze. Weißt du, was ich meine? Ja. Nein, muss eigentlich nicht sein. Aber ja, das war eigentlich nur so die Spitze vom Eisberg. Die anderen Sachen waren eh viel aber. Ja. Die Arbeitsumstände im Generell. Verstehe. Da könnte man eigentlich eh mal eine kleine Sondersendung draus machen, wo ich mal die Gürtelscheiße rekapituliere. Ja, da könnte man die eins verpressen, einladen, mit der du da kackelt hast. Boah, stimmt. Das war witzig. Boah, das sind wir das mal da. Haut uns bitte mal in die Beschreibung von der Folge, also nicht in die Beschreibung, in die Fragebox unten. Ja, fix. Haut uns da mal bitte ein, ob es gern ein Gürtel-Exclusive hättet mit den ein, zwei Kollegen, die mit mir da dann mal einen kleinen Exkurs im Wiener Nachtleben, in der Elite des Wiener Nachtlebens. Ja, absolute Elite nämlich. Ja, die absolute Elite. Ja. Das war schon geil. Ob wir da mal eine Sondersendung einbauen sollen, dass wir mal ein paar Storys wiederbeleben. Ja. Weil das sind schon, ich meine, das ist so viel passiert, Alter, wenn ich da zurückdenke. Ja, aber das... Im Endeffekt, du hast ja noch einen Club gewechselt. Ja. Und da hat es ja noch schon gut getan, oder? Ja, viel normaler. Ja. Viel normaler. Ja. Also das kannst du nicht vergleichen. Homie, von einem Club, es gibt halt einen Unterschied zwischen einem Security und einem Aussischmeißer. Ja. Ja, fix. Ja. Weißt du, was ich meine? Security ist jemand, der echt ein Team hat mit Positionen, mit einem... Katalog an, sag ich mal, Verhaltensregeln, beziehungsweise ja, im Grunde ist das allerletzte, was du willst, irgendeine körperliche Auseinandersetzung. Ja, genau. So. Ja. Im anderen Schuppen ist eigentlich, wie soll ich sagen, also einzig unvermeidbare die körperliche Auseinandersetzung. Also das ist echt, nein, das kannst du nicht vergleichen. Vor allem der Unterschied, man, ob du jetzt ein allein Aussischmeißer spürst für 400 Leute oder sowas, oder dann ein Team von 6, 7, 8 Leute parat hast, die was von mir aus die doppelte Menge an Leute oder was auch immer managen. Ja. Aber du brauchst halt, das ist ja genau gleich wie bei Umsetzung polizeilicher Maßnahmen, wo dann immer so, weiß ich nicht, so geile Kommentare sind wie, oh, Polizei, komm immer zu 5, traut euch nicht 1 gegen 1. Ja. Da geht es nicht drum, wer stärker ist. Die sind stärker und das gilt es zu zeigen. Das ist der Staat und wenn du Scheiße baust, dann wird halt der Staat kommen und sagen, so geht das nicht. Und genau so ist es. Das ist nicht, du machst jetzt 1 gegen 1 gegen den Staat. Da geht, das ist nicht Ehrenbasis, Mann. Ja. Das ist nicht. Ohne Treten und Spuck. Und dann wärst du auch zu 10 niedergestreckt. Und du scheißt, dass du hast zu 10 niedergestreckt und hast Pech gehabt. So einfach genau ist. Das gleiche ist halt in einem Club
in einem Club-Setting auch. Ja, sicher. Also, weißt du, was man da, das Letzte, was du willst, ist, dass du irgendwie am Dancefloor 1 gegen 3 mit irgendwelchen Dutschschlägern anfängst. Mhm. Es ist 3 gegen 1 und du schnappst in einen Abflug, weißt du, was ich meine? Da werden nicht geschlägert. Nein, da werden nicht geschlägert. Der wird geschnappt, fixiert und ausgetragen im Notfall, so Black Sack, weißt du, was ich meine? Aber da wird nicht, du lässt es nicht drauf ankommen, nein, dass die da mit dem fetzt, weil im Endeffekt sagt die der dann nur. Ja, und vor allem, das ist ja dein Job, weißt du, und sicher gibt es irgendwelche Freak-Türsteher, die glauben, der Job ist Boxer. Ja, ja, gibt es einen Haufen. Und wie du sagst, es gibt sehr viel von denen. Ja. Aber das sind halt absolute Idioten-Türsteher. Ja, vor allem, Homie, das sind die Türsteher, die was das halt dann damit. Damit boxen. Naja, damit es erstens mal ein Finanzamt zahlen können, so, hey, schaut mal, ich kann mir die Wohnung auch legal zahlen. Der Ferrari gehört nicht mir. Man, nein, was Ferrari, man, der Panamera von 2008. Der aufgemutzte Sechser Coupé. Na, klassisch. Meine Brabus Cayenne dieser, ja. Genau der nämlich. Mit der Philipp Lane-Montur. Ein Philipp Lane-Sitz und Mansori-Flügel. Ja, Mann. Und Sternenhimmel. Ja, genau das. Aber sie ist nah, gell. Wenn ich mal einen Club war, ist er dann eh super. Vor allem da ist auch das Klientel besser. Also viel besser gewesen. Ja. Und im Endeffekt, du warst ja dann auch nicht Security, sondern Selector. Ja, genau. Ich war im Grunde dann nur noch der gesagt hat, so du ja, du nein. Mhm. Genau, wie du zu uns gesagt hast bei der Battle, eben du nein. Alter. Du nein, hörst du raus, du raus. Ja. Jetzt aber ganz ehrlich, wenn jetzt an der Go und ich kommen, stell dir vor, du bist jetzt ein Bouncer vor, oder Selector von der Ding Battle. Da hast du uns eigentlich lassen. Oder waren wir sass? Es wäre sass, war es nicht. Aber die Sache ist, das, es sind halt so Sachen wie, wenn so der Clubbesitzer oder der Veranstalter sagt, so, hey. Wir wollen da drin nicht 90% Jungs haben, sondern 50-50. Genau so ist, dann, weißt du, man muss du das halt umsetzen. Das ist ja genau das, wie zum Beispiel, das war immer so lustig, das muss ich jetzt auch mal sagen. In dem anderen Ding hat es halt einfach einen Haufen Techno-Partys gegeben. Und vor allem auch viel queer, LGBT, diese Szene ansässigen Techno-Partys. Und Sex-Pos. Auch, aber vor allem, sage ich mal, einfach gerade so, es hat straighte Gay-Formate Games, also straight. Es hat reine. Ich sag gerade was Neues erfunden. Die straighten Gay-Formate. Nein, es hat reine Gay-Partys Games, beziehungsweise die halt unter dem Format gehostet worden sind, waren schon frei zugänglich für alle, aber halt primär für die. Ja. Und dann halt auch. Man weiß, unter was für eine Flagge das gerade läuft, so quasi. Genau, genau. Es ist jetzt nicht LGBTQIA+, sondern das ist jetzt wirklich gerade eine Gay-Party. Das ist eine Lesben-Party. Ja. So, okay. Okay, fix, ja. Waren natürlich alle anderen aus der Queer-Szene auch herzlich willkommen, dies, das, etc. Aber es war halt mal unter der Federführung. Und dann war es halt so, dass da halt natürlich immer das Veranstalterteam war und dann hast halt du vorher mit denen Besprechung gehabt und dann ist halt immer so drum gegangen, so Door-Policy. Also Door-Policy ist halt einfach quasi, okay, wie schaut's aus, wer darf heute einer, was sind die Schlagpunkte, so gibt's einen Dresscode. Darf der eine Typ mit 100% Dirty Cup für euch gehen? Genau so, was weißt du. Wie schaut's aus bezüglich... Wie schaut es aus bezüglich Drogen, Alkohol etc.? Weißt du, also immer so, okay, wie wird das heute gemacht? So. Und dann war es halt immer so lustig, weil man muss halt schon sagen, sehr viel von den Veranstaltern, die was genau so eine Partys hosten, sind halt erstens sehr links und sehr woke. Also sehr, sehr woke. Hella woke. Ja. Und du hast... Also schon so woke, dass man nicht mehr inclusive ist. Ja, nein, so woke, dass problematisch ist, gewisse Sachen auf den Punkt zu bringen. Okay. Weil dann ist halt oft die Ding gewesen und dann ist halt so, okay, wir befinden uns immer noch im Gürtel. Ja. So wöhne Leute wollen es jetzt nicht, dass man reinlässt. Und dann bist du immer da gestanden mit einer und dann so, naja, aber so Menschen, die so, Alter, und dann ist es losgegangen. Anstatt dass man einfach sagt so, hey, du weißt, welche Leute sie im Gürtel umtreiben. Ja. Die lassen wir bitte nicht rein. Aber dann müsste man halt mit dem Finger auf gewisse Gruppen sagen und sagen so, hey, Black, sag jetzt an
die ganzen Araber etc., die sich am Gürtel um und um treiben, die werden nicht auf der Suche nach einer LGBT-Party sein. Die lassen wir bitte nicht rein. Ja. Sind sie da gehängt und haben das wirklich minutenlang umschreiben probiert mit, weiß ich nicht, die fantastischsten Begriffe und halt ja nicht jetzt irgendwie sagen, woher die Leute sind oder was die siehst nur für kulturelle also Merkmale etc. haben oder sowas. Sie wollten im Grunde ausgrenzen, aber haben ja sich nicht sagen traut, dass sie ausgrenzen sie, wollen. Sie wollten gezielte Gruppen ausgrenzen. Aber ist ja fair enough. Ja, so, ey, ich war lang nur am Gürtel. Ich kann dir sagen, 95% aller Araber vor allem, die was sie da um und um treiben und auf Partys gehen wollen, die verabscheuen LGBT-Menschen. Aber wirklich mit wirklich hasserfülltem Hintergrund, so einen Haufen, okay? Nicht alle, aber einen Haufen. Ja. Das ist halt einfach mal das Klientel, was sich halt da einfach auch mal umschlägt. Und wenn die dir halt dann erklären würden, so, du sollst die bitte nicht einlassen, aber die nicht sagen können, dass die sind. Dann hängst ja, halt du klar mit einer so da, bis ich halt dann irgendwann gesagt so, also die wollt ihr nicht drin haben. Und dann alle schon so geschaut, so, bis sich einer halt sagen traut, halt so, ja genau. Weißt du, was ich meine? Echt, waren alle so, wow, damn shit, darf er das sagen? Sowas. Darf man das so? Und dann halt so, ja, man darf, weil ich verstehe, was gemeint ist. Ja. Und ich kenne auch das Klientel, das du umschlägst. Und ich weiß schon, wer zu eng kommt und wer sich halt siehst, da so um und um treibt. Ja. Aber ja, das waren schon immer gute Situationen. Ja, im Grunde so, keine Ahnung. Ja, ja, du hast es eh gesagt, scheiß drauf. Ja, also, es reicht ja generell. Was willst du sagen? Nein, du, man muss jetzt keine Moralkeule schwingen oder es ist irgendwas. Es ist ja eh, da die Verallgemeinerungen etc. sind sinnlos, aber es gibt halt einfach mal gewisse, wie soll ich sagen, Observationen, wo man sich an gewissen Orten befindet, dass Sachen einfach anders laufen. Ja, safe. Weil das habe ich halt auch immer gesagt, zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt sind gerade vor allem mit der Araber-Thematik am Gürtel. Wie sagt man am gescheitesten? Also jemand, der was sie in dem Metier bewegt und so weiter, hält sie nicht zu der Zeit an dem Ort auf. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Der hat was Besseres zum tun, als wir, dass er sie in der Nacht am Gürtel um und um schlägt. Mhm. Oder der macht dann andere Sachen. Ja, es gibt viele Sachen, die Leute am Gürtel dann. Genau so ist es. Ja. Du tschüss nicht Frankfurter Bahnhof, weil es da so nice ist. Ja. Ja. So, entweder du suchst oder du bietest an oder siehst irgendwas. Weißt du, was ich meine? Aber du hängst nicht wegen einem Vibe da. Nein. Außer du bist fucking Kunststudent, Mann. Ja, dann kann es passieren, Alter. Dann kann es schon passieren. So fucking edgy bist, dass du leer mit den Chunks und so tschüss, weil das einfach cooler ist, Alter. Ja, die haben mehr vom Leben. Ja, weil das uns checkt, Mann. Ja, gut, ich glaube. Ja, gut. Jetzt sagen wir, sind uns wieder mal einstimmig einig. Yes. Am 19. kommt Adria raus, nicht vergessen. Ja. Oh, was gibt es jetzt noch zu möten? Tickets gibt es immer noch im Shop. Rockhaus ist bald ausverkauft, also gibt es Gas. Weil es echt, also da muss man echt einmal sagen, es ist brutal stark. Also Rockhaus ist wirklich. Rockhaus ist crazy, das ist echt. Wir spielen nämlich diesmal das ganze Rockhaus, muss man sagen. Ja, also das ist groß. Mehr wie doppelt so viel wie letztes Jahr. Ja. Und die Tickets sind jetzt schon fast weg. Also Rockhaus ist verdammt schnell, hält sich drum. Postgarage geht auch super weg. Geht auch gut. Aber da Postgarage sind über 50% weg. Ja. Rockhaus. Im Rockhaus ist es so, dass wir keine 100 Karten mehr haben. Ja. Das heißt, es wird höchstwahrscheinlich die nächsten 2 Wochen vorbei sein. Ja, ja, wenn du es verpasst habt, da Karten kaufen, dann ist so scheiße. Weil das sind halt echt die letzten, die es noch gibt. Ja, und die Rockhaus-Show wird sick. Ja. Die wird safe. Also das wird wahrscheinlich, sick. Also weil letztes Jahr, das war eigentlich immer noch bis dato die geilste Show ever. Ja. Und diesmal spielen wir das große Rockhaus, also wäre es wahrscheinlich nur doppelt geiler. So geil. I guess. Hoffen wir es. Ja. Ja, hoffen wir es. Also es wird auf jeden Fall mindestens gleich geil wie letztes Jahr. Ja, safe. Auf jeden. Und wir bemühen uns auch, dass wir da ein bisschen was auf die Beine stellen, sage ich mal. Yep. Auch, dass es vielleicht exklusiv Merch und so gibt vor Ort. Schauen wir mal, ob sich das ausgeht. Ja, fix. Na, passt aus. Haben wir uns einstimmig einig. Der Beschluss folgt nächste Woche. Yep. Danke fürs Zuhören. Pfiat euch. Habidere. Peace and love.